Plastik, Pokal. Wenn ich das guck, ist mir alles fick egal. Guten Tag, ich bin's, der Süßigkeitenmann. Ich fahre ab jetzt jeden Morgen mit meinem Bäckerwagen vor eure Schule und verkaufe Süßigkeiten. Keine blöden Käsebrötchen, so wie bei euch in der Cafeteria. Nein, nur Zuckerkram. Zucker. Ganz viel Zucker. Ganz viel Zucker ist böse. Zucker macht hyperaktiv. Hitler mochte Zucker. Ja, so war. Kann ich ein Milky Way haben oder ein Mars? Halt die Schnauze! Wer ist denn noch Mars? Das ist unmännlich. Snickers hat Nissen. So, jetzt pass mal auf hier. Oh. Guck, was ich kann. Ich lasse es schmelzen. Ich bin ein Zauberer. Ich bin so innen, weil ich neben Indern sitze. Das war gar nicht meine Absicht. Deswegen ist das Feuertombola. Jetzt kapiere ich das auch endlich. Jo, das ist die Feuertombola. Ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Ich wiederhole das gerne nochmal, falls ihr das in den letzten paar Minuten vergessen habt. So als wenn ein paar Wochen mehr vergangen wären. Schmeißt euren Namen in die Tombola und ihr gewinnt einen tollen Preis. Aber ich verrate nicht, was der geheime Geheimpreis ist. Oh. Da kommt ihr nie drauf. Oh Mann, das muss was unglaublich Tolles sein. Ich bin so auffällig, unauffällig, weil ich nach links und rechts gucke. Hallo Kinder, ich bin's der Udo. Das schreibe ich mal eben an die Tafel so. Das steht gar nicht, Udo. Genau. Oh, weißt du, wie egal mir das ist? Ich bin doch nicht euer Deutschlehrer. Ich lehre hier das grausamste Fach an der gesamten Schule, ja. Mathe? Sport? Hauswirtschaftslehre. Was ist? Oh, das ist ein ernstzunehmendes Fach, ja. Das ist voll wichtig. Also, heute lernen wir, wie man Eierkuchen macht. Wer sagt mir denn mal eine Zutat? Eier. Oh, das geht ja schnell. Meine letzte Klasse wusste das nicht. 250 Gramm Mehl, 400 Milliliter Milch und dann noch... Moment, ich bin noch beim Eierschreiben. So schnell kann ich nicht. Das steht gar nicht, Eier. Ich hab gesagt, du sollst die Schnauze halten. Verdammt nochmal. So, was hast du als letztes gesagt? Mehl ist richtig. Oh, scheiß Kaugummi, kein Geschmack mehr im Clip. Ich seh dich mit meinem bionischen Auge, wenn du das hinklebst, dann bist du tot, Junge! Hä? Ach, der macht mich doch sowieso nicht fertig, Mann. Sprengstoff Skill ist nicht hoch genug. Oh, gar nicht, ich stand nur zu weit weg. Warte, bis ich ein Level up habe. Du! Ja. Steh mal auf! Jetzt sag mir noch mal eine Zutat für Eierkuchen. Sag ein Penis. Ja, wird's bald. Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl. Davon macht den Kuchen gel. Ja, das gibt dich das aber schön aufgesagt. Um das zu lernen, hast du bestimmt alle Namen deiner Geschwister vergessen, oder? Ja, kommen wir wieder zu Eierkuchen. Gott, erst eine Minute Unterricht und ich hasse den Kerl jetzt schon. Beherrsch dich, Hermine, beherrsch dich. So, ich hoffe, ihr habt jetzt alles Grundrezept für Eierkuchen kapiert, ja? Was würdet ihr noch reintun? Ich ja, du Stinker hier vorne. Ja, steh mal auf hier. Kann man nur Neville dran nehmen. Also, ja, jetzt sag an, was würdest du noch da reintun und sei gefälligst kreativ, ja? Wie wär's mit Rosinen? Rosinen, das finde ich ja super, das ist eine tolle Idee. Rosinen sind Bullshit, ich hasse Rosinen. Das sind nichts weiter als vergammelte Weintrauben. Da hat jemand seine Tage. Ey, wieso liegt denn da eine tote Spinne neben Hermine? Bullshit, ja. Wieso kommt der zu mir? Ich hab das gar nicht gesagt. Was haben Sie denn? Durst. Erstmal Pepsi trinken. Wow, wie basslastig. Oh, bin ich froh, dass das vorbei ist. Ey, wisst ihr, was meine spezielle Zutat ist? Gequillte Scheiße mit Erdbeeren. Das ist meine Lieblingszutat für Eierkuchen. Völlig. Gott, ich hasse diesen Unterricht. Eierkuchen, das ist doch völlig sinnlos. Ja, wir brauchen sowas. Was interessiert Alter, die hört ja gar nicht mehr auf. Ich fand den Unterricht voll interessant. Ich mag Eierkuchen. Und ich mag Rosinen. Die fühlen sich an wie Nippel. Ron, du hast noch nie Nippel gesehen. Bin doch meine eigenen. Nicht dasselbe. Rosinen, ey. Wenn ich nur an Neville denke, ich könnte kotzen. Da ist er doch. Hey, du doch, Mel, du bist doch mit den Rosinen, ey. Du siehst traurig aus. Brauchst du vielleicht eine kleine Aufmunterung? Na, da komm mal mit, ich zeig dir Kaninchenbabys. Kaninchenbabys will ich auch sehen. Hab ich Kaninchenbabys gesagt? Ich meinte Steuererklärung. Das Fenster sieht aus.
aus wie ein heulender Snape. Lass mal weggehen, das ist mega hässlich, okay. Ey. Oh, ich bin nicht hässlich. Oh mein Gott, es regnet! Ja, Feuer, Tombo, hoffentlich gewinne ich was. Los, los, schmeiß deinen Zettel auch rein. Okay. Na los, Zettel! Warum soll ich ihn reintun? Soll ich den Zettel reintun? Jetzt schmeiß den Zettel rein, Zettel. Ich hab den Zettel reingeworfen. Ja! Ich hab ihn reingetan, ich hab ihn reingetan. Knuddel mich! Also ich habe gehört, der geheime Preis, den man gewinnen kann, ist entweder Abitur oder eine Nintendo Wii. Ja, also ich würde die Wii nehmen. Hey, guck doch da, ja. Wir machen auch mehr Geld, damit wir hier wieder gewinnen. Ja, und wir haben die Wii. Ja, Mann, ich mache mich in den Toy. Ihr werdet aber nichts gewinnen. Ey, das ist doch die Lesbe, mit der haben wir irgendwie noch niemals geredet. Wie heißt sie überhaupt und wieso können wir nichts gewinnen? Seht ihr den leuchtenden Kreis da? Das ist eine magische Blockade, die verhindert, dass Idioten wie ihr überhaupt teilnehmen könnt. Wieso? Bei jedem Gewinnspiel gibt es eine Klausel, die besagt, dass Mitarbeiter und Verwandte nicht mitmachen dürfen und ihr seid Verwandte. Nein. Aber doch, bei eurer Inzestfamilie seid ihr praktisch mit jedem verwandt. Und was ist, wenn wir ganz viel Sperma trinken und somit Genmaterial von jemand anderem haben? Die haben wir aus einer Samenbank geklaut. Keine Ahnung, von wem das ist. Auf die Liebe. Prost! Ja! Das widerspricht zwar genau das, was ich im Bio gelernt habe, aber geile Scheiße. Nicht zuerst! Nein, nicht zuerst! Okay, beide! Ja, und ich bin der Wii! Was mit meinem Gesicht? Mit meinem Gesicht? Scheiße, hast du frisch die Sperma genommen? Deine Schuld! Ich freue mich über euch! Ich will dich tun! Ich will dich tun! Hey, das nenne ich mal ein Fresh-Di-Bello. Diese Idioten, ich lese erstmal in der Bibel weiter. Wo war ich? Ah ja, Matthäus 12, Vers 17. Hold up, she wanna work that, twerk that. Nope. Let me in, let me hurt that. Hey, was soll das? Ey, soll das etwa Hip-Hop sein? Was ist das für eine Scheißmusik? Die ist ja gar nicht von mir! Ich hab gesagt, ihr soll das ausmachen! So, jetzt machen wir mal schöne, chillige Stimmung. Ron, zieh deine Hose wieder an. Oh, heilige Feuer-Tombola! Sag uns, wer sind die Gewinner? Okay. Pio! Was ist das für eine Schrift? Ja, ich glaube, der Typ aus Russland oder Polen oder so. Herzlichen Glückwunsch. Krieg ich jetzt einen Nintendo? Ja, da hinten. Geh mal weg, ja? Ja. Oh, hier ist leider der Name weggebrannt. Tja, da muss ich mir jemanden aussuchen. Ich nehme die blonde Frenchie-Schlappe. Yes! Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Oh, merci. Merci. Ja, ätz mich nicht an, weil ich kein Französisch kann. Geh da hin. Oui. So. Ah ja, wie ich es mir gedacht habe. Der Junge, der am Ende stirbt. Oh mein Gott. Danke. Oh, ich bin sowas von Ich habe eigentlich gar nicht deinen Namen gesagt. Alles gut, cool. Hals und Beinbruch. Oh, danke. Und ja, ihr habt euch sicherlich schon gefragt, was der geheime Preis ist, den sie gewonnen haben. Ich werde dieses Geheimnis nun lüften. Passt auf, dass euer Herz vor Freude nicht zerspringt. So. Hier ist der Preis, auf den ihr alle gewartet habt. Der Plastikpokal. Er ist aus Plastik und leuchtet im Dunkeln. Oh, wow, das ist ja ätzend langweilig. Mann. Mars ist Unmetal. Snickers ist Metal. Snickers hat Nüsse.